Bitte erschrecken Sie nicht. Das ist einer der Wasserspeier. Ein etwas mürrisch aussehender Bursche, aber eigentlich harmlos. Und mein Name ist Johann Sigismund von Reinach. Ich bin ein Münsterpfleger. Johann, hier bist du. Ja, hier bin ich. Wo sollte ich denn sonst sein? Ich suchte dich bereits überall. Wir müssen doch die nächsten 900 Jahre planen. Ach du musst immer alles planen, vermessen und kalkulieren. Kann das nicht warten? Sieh doch, wir haben Gäste. Oh, stimmt. Verzeihen Sie. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Jakob Buhr, Münsterpfleger. Sehr angenehm. Ihr seid sicherlich wegen des Jubiläums gekommen. Viele dieser Steine stehen schon seit Hunderten von Jahren hier. Aber das war nicht immer so. Fangen wir unsere Geschichte mit dem Zähringer Herzog Berthold II. An. Im 12. und 13. Jahrhundert wirkten hier die Herzöge von Zähringen. Ließen Burgen bauen und gründeten Städte. Im Breisgau kreuzten sich die wichtige Handelsstraße von Italien in den Norden mit der kaiserlichen Reichsstraße durch das Höllental Richtung Colmar. Vergiss nicht, eine wichtige Rolle spielte das Silber am Westrand des Schwarzwaldes. Um diese Handelswege zu sichern, ließ der Zähringer Berthold II. Auf dem Schlossberg eine Festung bauen. Und sein Bruder Konrad verlieh daraufhin der Siedlung unterhalb der Burg im Jahr 1120 das Stadtrecht. Ganz recht. Und sogar Bächle gab es damals schon. Doch Herzog Berthold V. wollte weder im Kloster in St. Peter noch in der kleinen Freiburger Pfarrkirche beerdigt werden und veranlasste daher deren Vergrößerung. So begann der Münsterbau. Der letzte Zähringer hatte keine Söhne. So kam es, dass sein Schwager Graf Egino IV. Von Urach ihn beerbte. Seine Nachfahren lebten nun auf dem burghalben Schloss und nannten sich Grafen von Freiburg. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Münster mächtig erweitert. Noch bevor man mit dem Bau des Westturms begonnen hatte, wurde die berühmte Hosanna-Glocke gegossen. Nachdem die Freiburger begonnen hatten, den Westturm zu bauen, wollten die Grafen von der Stadt mehr Geld. Aber die Bevölkerung weigerte sich und da holte Graf Egino II. Den Bischof von Straßburg mit einem Heer zu Hilfe. Doch der Kampf an der Bischofslinde war schnell entschieden, nachdem ein Freiburger Metzger namens Auri den Bischof erstochen hatte. Als um 1340 der Bau des Westturmes schließlich vollendet war, wollten die Grafen erneut von der Stadt mehr Geld. Die Freiburger brauchten das Geld jedoch für den Bau des Chores, dessen Grundstein 1354 gelegt wurde. Kurz davor begannen aber schwere Zeiten, als die erste Pestwelle über Europa hereinbrach. Stimmt. Und ohne die Ursachen der Seuche zu kennen, wurden sogleich andere Menschen, vor allem Juden, als Ketzer und Brunnenvergifter denunziert, gefoltert und verbrannt.
Im Jahr 1366 versuchte Graf Egino III. Nachts mit einem Heerhaufen in die Stadt zu dringen. Daraufhin beschossen die Freiburger aus Wut das Burghaldenschloss, kauften sich frei und schlossen sich den Habsburgern an. Doch kaum gehörte Freiburg zu Österreich, musste die Bevölkerung auch schon mit den Habsburgern gegen die Schweizer in den Krieg ziehen. In der Schlacht von Sempach verloren fast alle Freiburger Ritter ihr Leben. Dies und die Pest waren der Grund, dass am Münsterchor über 100 Jahre lang kaum gearbeitet wurde. Doch es sollten auch wieder bessere Zeiten kommen. Der Aufstieg der Zünfte und Handwerksmeister. Ganz recht. Und im Jahre 1457 gründete der Habsburger Albrecht VI. Die Universität von Freiburg. Die feierliche Eröffnung fand natürlich im Münster statt. Und bald danach wurde wieder eifrig am Chor gebaut. Mit der Verbreitung des Protestantismus kam es auch in Freiburg zu Bauernaufständen, die unter anderem von Jos Fritz angeführt wurden. Und als dann Basel protestantisch wurde, floh der Humanist Erasmus von Rotterdam zusammen mit dem Domkapitel nach Freiburg. Mit dem spätgotischen Chor wurde 1536 das Münster in seiner heutigen Form fast fertiggestellt. Wird man denn jemals fertig? Naja, schon. Aber natürlich muss man dieses große Bauwerk laufend instand halten. Ja, der Zahn der Zeit nagt an uns allen. Und besonders die Blitze am Münsterturm. Jedenfalls hat man danach auf Anregung des Basler Domkapitels die Renaissance-Vorhalle vor dem Querhaus gebaut und 1620 fertiggestellt. Doch Johann, du weißt, der Frieden in Freiburg sollte nicht lange anhalten. Der 30-jährige Krieg hatte schon begonnen und in der Folge gab es ein Hin und Her zwischen Franzosen und Habsburgern. Und sogar die Schweden eroberten zweimal die Stadt. Im Jahre 1677 fiel Freiburg wieder an Frankreich, woraufhin Louis XIV. Den Architekten Bourbon anwies, die Stadt zu einer modernen Festung auszubauen. Oh ja, die mächtige Vauban-Festung. Doch auch diese Festungsanlage sollte wieder gesprengt werden. Dabei wurde fast die halbe Stadt zerstört. Gott sei Dank fanden die Streithähne schließlich einen Weg aus dem Krieg. So heiratete der Dauphin Louis XVI. Im Jahre 1770 die österreichische Prinzessin Maria Antonia. Ihre Brautfahrt führte auch durch Freiburg, wo man ihr zu Ehren ein Fest feierte und das Münster mit chemischen Feuern illuminierte. Meinst du, die Prinzessin wurde gefragt, ob sie heiraten will? Tja. Diese Heirat hatte sicherlich einen gewissen Beigeschmack. Und kaum war sie Königin, wurde sie während der Französischen Revolution hingerichtet. Im Jahre 1803 gehörte Freiburg wieder zu Österreich. Doch nach der Niederlage der Österreicher in der Schlacht von Austerlitz verfügte der Sieger, Napoleon, dass der Breisgau und die Ortenau von nun an badisch sein sollten. Und schon bald ist Bistum von Konstanz nach Freiburg. Mit der Gründung des Erzbistums Freiburg 1827 wurde das Freiburger Münster auch Bischofskirche und damit ein Dom. Und nun wurde weitergebaut. Man hat das Münster innen und außen prächtig ausgeschmückt. 1871 wurde das Deutsche Kaiserreich neu gegründet. Und wenige Jahre später wurde Otto Winterer Oberbürgermeister von Freiburg. Die Stadt erlebte in dieser Zeit einen bemerkenswerten Aufschwung. Man baute das E-Werk, eine elektrische Straßenbahn und verbesserte die Wasser- und Abwasserversorgung. Nebenbei entstanden das Stadttheater sowie Parks und Freizeiteinrichtungen. Und man gründete den Freiburger Münsterbauverein, der bis heute für den Erhalt des Münsters verantwortlich ist. Nicht zu euphorisch werden, Johann.
Denn die Verkündigung des Ersten Weltkriegs 1914 löste zwar auch in Freiburg großen Jubel und eine fast reißerische Stimmung aus, doch am Ende blieb wieder einmal die traurige Gewissheit, dass man im Krieg immer nur verlieren kann. Und es sollte noch schlimmer kommen. Nach einer kurzen demokratischen Episode übernahmen 1933 die Nationalsozialisten endgültig die Macht und stürzten die Welt ins Chaos. Das Münster steht auch heute noch in und für unsere schöne und weltoffene Stadt Freiburg. Das Münster gehört zu Freiburg und den Freiburgern gehört das Münster. Wir sind alle Münsterflieger. Gäste, liebe Kinder. Das war das Münstermapping 2021. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir wünschen Ihnen nun einen guten Nachhauseweg und vor allem bleiben Sie gesund. Übrigens können Sie selbst auch Münsterpflegerin oder Münsterpfleger werden. Richtig. Auch Sie können den Erhalt des Münsters aktiv unterstützen. Aber keine Angst, dafür müssen Sie nicht zu steinernen Figuren werden. Ach, Jakob, du bist und bleibst ein Kitzkopf.